Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Half-Life, nur diesmal zu einem Add-on, und zwar Opposing Force. So eine Art, ja, wie soll man sagen, ist eigentlich schon alles gesagt, ein Add-on zu Half-Life halt, eins von zwei. Das andere kommt auch noch, das heißt Blue Shift. Wir spielen hier diesen Adrian Shepard und das spielt parallel zum Half-Life-Universum, also während Gordon da irgendwo in der Black Mesa rumtümpelt, sind wir auch irgendwo dort. Als Militärfuzzi, wie man das hier schon gut erkennt, einmal die Fraktion Gordon, einmal die Fraktion Armee, weil, wie wir ja schon wissen aus dem Spiel, sind uns, oder ist uns das Militär nicht sehr freundlich gesinnt. Und bevor ich hier lang rumschwafel, geht's nun weiter, und zwar auf Mittel, weil, weil schwer zu schwer ist, einfach zu einfach, auch noch Mittel einfach normal ist. Also wie gesagt, wir spielen den Corporal Adrian Shepard. Hallöchen. Okay, Groß 7, weiter nach Sektor 112 zur LZ. Rendezvous mit Alpha, Bravo, Tango. Ende. Verstanden, HQ. Wo sind wir überhaupt? Wieso? Der Pilot fliegt uns zur Grenze nach Mama. Bis jetzt sieht alles ganz normal aus. Arme. Die Klappe, Jax. Wann immer du. Wann immer du willst. Hey, riechst du das? Was? Riecht schon wieder wie ein Babysitter-Job, Mann. Shit, Mann. Babysitter-Job. Ihr spinnt ja wohl. Ist doch ganz klar ein Trainingseinsatz. Warum hätten die sonst unsere Order so lange geheim gehalten, hä? Ja, was soll der Quatsch eigentlich? Ach ja. Das sieht man es auch nochmal. Adrian Shepard, männlich, 22 Jahre. Ihr haltet eure Order, wenn wir die LZ erreicht haben. Ausbildung. United States Marine Corps Special Force. Rang. Ja. Ich hab das gehört. Verlass deinen Vektor auf Fuß 3. Es wird ein bisschen eng hier drin. Mission geheim. War ja klar. Rettungsaktion ist, dann bin ich echt sauer. Ja, da wäre ich auch sauer. Mann, ich wäre auch sauer, wenn ich deinen blöden Arsch retten müsste. Kann schon jemand die LZ sehen? Was ist eine LZ? Negativ, Groß 7. Ich sehe irgendwelche Aktivitäten da oben. Ich sehe noch keine Landezone. Ja, Hauptsache es interessiert niemanden, dass er gerade in die Luft flogen ist. Ja, ist gut jetzt. Oh mein Gott. Ja, das würde ich auch sagen. Heilige Scheiße. Hallo? What? Schnell wegrennen. Das geht nicht ab. Hallo? Schnell los! Okay, irgendwann ist umgeflogen. Zum Glück bin's ich nicht. Ah doch, könnte ich sogar gewesen sein. Oh man, der stirbt auch. Das habe ich nie verstanden. Warum die Toten immer nur so runterlaufen. Willkommen in Black Mesa. 1, 2, 4, 5. Und? Oh, Schneewittchen ist aufgewacht. Mhm. Sie sind Corporal Shepard, stimmt? Ja. Ich habe das Schild auf Ihrer Uniform gelesen. Bin ich froh, dass meine Wiederbelebungsversuche nicht umsonst waren. Für den anderen kann ich das leider nicht behaupten. Ich denke, Sie hatten einen ziemlich üblen Unfall. Die meisten Ihrer Freunde haben es nicht geschafft. Ich hatte gehofft, dass ihr Soldaten gekommen seid, um uns zu retten, aber jetzt sieht es so aus, als säßen wir alle in derselben Patsche. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in der Nähe, wo ich sie gefunden habe, ein Funkgerät gesehen. Vielleicht können sie hingehen und um Hilfe funken. Okay. Ja, also anscheinend gibt es hier nichts. Wir haben ja auch noch keine Ausrüstung irgendwie. Haben ja alles wohl verloren beim Flugzeugabsturz. Würde ich sagen, laufen wir mal einfach los. Und damit beginnt auch wirklich das Geschehen in Half-Life oder in der Black Mesa. Und sieht man da schon was? Hallo? Ne. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich müsste hier nur kurz... Das habe ich vergessen. Ich stelle das nämlich immer gern auf 3,5. Das ist dann einfach nur so ein bisschen schneller. Weil es mir immer ein bisschen zu langsam ist. Was ist denn hier los? Was bringt ihr denn weg? Hallo? Das ist doch der von vorhin. Was passiert da? Aha.
Die macht sich selbstständig, die Liege. Wen habe ich da gerade reden hören? Hallo? Wo? Warum forschen die auch mit solchen Viechern jetzt? Wie blöd sind die denn? Ja, nee, dir helfe ich nicht. Tschüssi. Was macht er jetzt? Hallo? Nein! Gott, jetzt kommt er auch noch her. Okay, komm her. Huhu. Huhu. Das ist eh zu blöd. Ich lauf mal hier hin. Diese Krebswesen verfolgen eine einzigartige parasitäre Strategie, finde ich nicht auch? Mhm. Ja. Naja, hier kommt so ein kleiner Parasit gerade angelaufen. Ich denke mal, das macht ja nichts aus. Oh. Als eine so fantastische Spezies gesehen. Mhm. Diese Krebswesen können das Nervensystem ihres Wirts völlig kontrollieren. Zum Glück muss ich nichts machen. Warum steht ihr hier immer noch rum? Und hör auf, da rumzustochern. Und dieser Hundekorb da. Tschüssi. Okay, hau mal ab. Oh, gibt's hinten was? Wäre witzig. Ach ja, wir haben so ein Nachtsichtgerät. Fällt mir gerade ein. Schaltet so der Ersatz zur Taschenlampe. Okay, ich hör auf. Oh, was geht hier ab? Boah. Guter Schuss, mein Freund. Hallo? Na klar, als Team sind wir besser. Jetzt aber mal. Prima, Shepard. Du hast die Panzerweste also gefunden. Hier Panzerweste. Damit dürftest du da draußen einigermaßen sicher sein. Ach, die habe ich ja gerade aufgesammelt. Also, ich habe gerüchteweise gehört, dass ihr Jungs uns hier vielleicht nicht retten sollt. Boah, bist du fett. Vergesst einfach nicht, dass wir noch hier sind. Mhm. Na gut, dann mal los. Ich werde dich auf keinen Fall retten. Passt schon nicht mal durch die Kanalisation, du. Wie soll man denn da wegkommen? Der Weg nach oben ist wahrscheinlich wieder gesperrt. Okay, dann sag ich mal Tschüssi. Da haben wir schon unsere erste Waffe. Dann zerstören wir doch gleich mal was. Ich bin ja strikt gegen Laser. Zack. Das musste ich noch. Wow, jetzt fliegt hier alles in die Luft. Seid ihr wahnsinnig. Was geht jetzt ab? Und du böse Mensch, du böse Wolf. Ich verpiss mich. Hier geht's auch nix. Ich dachte gerade, ich hätte wie so eine Flashlight zusätzlich zu dem Nachtsichtgerät. Oh, shit. Hallo. Ja, komm her. Bitt. Nee. Ja. Nicht mit mir. Du landest höchstens auf dem Tisch. Esstisch. Ach Gott, kenne ich das nicht sogar? Irgendwie schon aus dem ersten Half-Life. Oh, da sind sie auch überall. Ja, zeige ich so. Ich einfach anzuspringen. Das haben wir gern. Hier. Ach, das ist verreckt. Kennen wir ja noch aus dem... Ah, der G-Man. Mach auf, du Bauer. Was hat der G-Man mit dem besprochen? Das würde ich ja schon mal gern wissen. Anscheinend geht es noch kaputt. Wir sehen uns, mein Freund. Wir sehen uns. Und? Nichts da. Okay. Puh. Kann man alles zerstören hier. Ja, schon wieder an der Oberfläche. Was geht denn ab? Ich dachte, wir wären weit unten. Da geht's runter. Ach stimmt, das haben wir ja vorhin gesehen hier. Diese Spalte. Und zack. Und zack. Und zack. Und oben sind wir. Na, ich sprich mal hier rüber. Ah, ist ja cool, das Messer. Und, na gut, ich brauch das ja eh nicht. Haut's mal hingesprungen. So. Ah! Nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. Geh ab nach unten. Ich kann es einfach nicht lassen. Ach, hier waren wir auch.
Ja, da sind wir wohl abgestürzt und sind dann da hochgekrochen. Dann da durch, ja. Und immer so weiter. Und jetzt ist die Tür abgeschlossen, damit man nicht weiß, wie ich runtergekommen bin. Macht Sinn. Da komme ich anscheinend nicht hin. Irgendwann später vielleicht. Muss ich erstmal den Umweg hier nehmen. Das kann witzig werden. Ja, super. Ab nach oben. Hallo? Nicht mit mir! Ach du Scheiße. Seid ihr überall hier, Drecksviecher? Ich weiß, ich könnte jetzt zurückgehen und mir das bisschen Hitpoints holen. Das ist ja auch nicht nötig. Und ich dachte, der lebt hier noch. Was ist mit dem los? Ja, ich hab dich schon gesehen. Nicht dein Ernst. Warum zum Teufel, warum? Der verreckt jetzt echt da. Das ist ein Witz. Ich muss mal kurz was überprüfen, bin gleich da. Gott, da bin ich wieder. Ich wollte nur sicher gehen, dass er auch wirklich alles aufnimmt, weil ich hatte letztens den Bug, dass mein Ingame-Sound nicht aufgenommen hat. Da habe ich eine halbe Stunde aufgenommen und dann war das von Arsch. Und ja, aber das war ein anderes Spiel, das war das hier, von daher könnt ihr euch zurücklehnen. Da ist nichts passiert. Jetzt was ist hier los? Okay. Schnell! So, sehr schön. Oh, das sieht mir ja gar nichts. Viel zu dunkel. Ah, jetzt sind wir hier. Super, wie kam denn der dahin? Ah, jetzt kriegt man die Pistole. Sehr schön. Ja, die Waffen sehen ja ein bisschen anders aus. Wow. Ah, Abstand. Ah, und jetzt weiß ich schon, wo ich hin kann. Jetzt kann ich nämlich das Flugzeug passieren. Und dann geht's mir gut. Oh, ich hab einen Laser. Tschüssi. Ich verpiss mich mal. Ihr braucht mich ja nimmer. Das Messer ist irgendwie schneller. Ja, auf jeden Fall. Anscheinend haben sie mit Black Mesa jetzt was anderes vor. Wenn sie es schaffen, durch das Transitsystem zu kommen, können sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Und da holen wir sie dann raus. Viel Glück. Ende. Was ist das für eine Oberfläche hier? Keiner oder was? Mein Gott, ey. Da könnte doch kurz mal hier so ein Helikopter anfliegen. Vor allem, dass hier niemand Fragen stellt wie, ja, was war das für ein komisches Flugobjekt und so. Nö. Ach ja. Und vor allem, was waren wir denn für eine kleine Truppe? 4 Mann oder was? Okay. Ach ja, da geht's rein. Ich glaube, damit werden wir erstmal für eine lange Zeit nicht mehr die Oberfläche sehen. Würde ich mal so behaupten. Wobei, das Militär war ja auch mehr an der Oberfläche. Wo? Was geht denn hier ab? Ständig kommt jetzt hier wieder so ein komisches Viech angeschwommen. Na, doch nicht. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Was heißt wieder? Autsch. Autsch. Das tat weh. Nichts. So, rein gar nichts hat's hier. Da auch nicht. Wo geht's denn hier lang? Teufel. War das wirklich nur für die Munition da? Das glaube ich ja fast nicht. Oh doch. Ah, genau an solchen Stellen muss man nachschauen. Da versteckt sich nämlich immer die Munition. Immer an den Stellen, wo man es am wenigsten erwartet. Nein! Boah, die ist gut, die Waffe. So eine Art Revolver oder was? Das gefällt mir natürlich auch hier. Schick. Wow. Nicht heute. Heute ist mein Geburtstag. Ich werde heute 23. Was ich meine jetzt im Spiel. Ich sag's einfach. Ich behaupte es. Nicht, dass jetzt noch jemand denkt, ich hätte jetzt heute Geburtstag oder ich wüsste tatsächlich, wann der Geburtstag hat hier der Protagonist.
Aha. Nicht mit mir. Gut, ich habe jetzt schon ziemlich viel Fallschaden riskiert, aber... Und eingesteckt und riskiert. Alles schmutzig, egal. Oh, oh. Da kommt wohl irgendwas an. Ich weiß es doch. So. Problem gelöst. Ich kann alles. G-Man reloaded in der Army. Boah, lass mich mal runter hier. Danke. Hm. Nothing. Oho. Nee. Hat sie mal Oho geschrien. Whee!